Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA San Andreas San Fierro. Und ja, wir machen hier weiter mit den Monster Stunts, habe ich gedacht. Mal so als Start, um in die Stadt reinzukommen. Die Monster Stunts seht ihr aber auf einem separaten Projekt, die seht ihr nicht hier. Das heißt, ich werde jetzt, ich werde vor zu Monster Stunts machen und mir Häuser kaufen. Und ich werde euch einfach, der Kauf der Häuser werde ich euch einblenden. Aber die Monster Stunts könnt ihr dann auf dem anderen Channel sehen. Sobald wir mit dem Häuserkauf und dem Monster Stunt fertig sind, treffen wir uns bei Zero vor dem Geschäft und da machen wir die Toys-Mission als erstes. So. Ja, es gibt in San Fierro insgesamt 6 Speicherhäuser zu kaufen im Wert von insgesamt $250.000. Eines ist eine Hotelsuite ohne Garage und der Rest sind Wohnungen, Häuser und so weiter. Und wir starten mit der ersten. Dann kommt Numero 2. Nummer 3. Aufstellen ein Haus hier. Kommt nicht mal die Musik. Ah, jetzt kommt sie. Verzögert. Ich werde hier mal zwischenspeichern, weil das so ruckelt, das beunruhigt mich ein bisschen. Die coole Bude. Nummer 4. Die Nummer 5. Und schließlich die Nummer 6. Ja, hallo zurück und ja, ich habe wie versprochen alle Monster Stunts in San Fierro gemacht und habe den Rat von Candy, sie hat ja gesagt, wir sollen Immobilien kaufen, ich habe alle Immobilien gekauft, im Wert von $250.000 habe ich Speicherhäuser gekauft hier in San Fierro und die einzige Immobilie, die wir jetzt noch kaufen können, ist der Zero RC, also Remote Control, ferngesteuerte Zeros, ferngesteuerte Fahrzeuge. Für $30.000 und hat er auch angerufen und gesagt, er wird rausgeworfen von seinem jetzigen Vermieter. Dann machen wir einfach mal so, dass wir der neue Vermieter werden. Und wir gehen gleich mal in den Laden rein, inspizieren, Zeros Modellbaushop, schauen, was es hier so gibt. Aha, schön, oh. Modellflugzeuge, da habe ich ja auch eins selber gebastelt. Aber das werde ich jetzt nicht zeigen, das habe ich auf einem anderen Let's Play.
Ah, hier gibt es auch keinen. Ah, der CR350, da sind wir aber im Rennen gefahren. Hydra, das der Kampfjet. Energy 500. Turismo. Grand Theft Auto Vice City. Hier gibt es Vice City, die Modellfigur. Cool. Und können wir hier auch speichern? Nein, können wir nicht, aber eigentlich müsste es hier noch Missionen geben. See, you wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission, deep into enemy territory. Yeah, right, sure, whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon. Ja, und zwar sehr soon. Wir sind nämlich schon da. Air Raid. Oder Air Ride. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl, apart from my blood pressure and the imminent collapse of my hopes and dreams. Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you own? Whatever it is, you need to reduce the dosage. Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you put hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now he wanna pop you? No. And they say gangbangers is petty and small-minded. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end. Okay. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity. All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. Benutze die Minigun, okay. At 12 o'clock. Ja, weil er brauchte die Sender um die ganzen ferngesteuerten Fahrzeuge. RC Baron, the 9 o'clock high, Carl. Um die ganzen ferngesteuerten Fahrzeuge zu bewegen, Flugzeuge, Fahrzeuge, braucht er ja die Sender, oder? Das sind die RC Baron, die kennen wir noch aus Vice City. Great kid, don't get cocky. Der hat aber viele. Viele Barone.
gibt schon ein Muster, kommt von der Seite, dann von hinten, dann von vorne, von links und von vorne. Also eigentlich von allen Richtungen. Wir haben es gleich geschafft. So. Berkeley, as long as we have opposable thumbs, we will fight you. Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many. Too little, three. No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Churchill. So, 3000 Dollar gibt's immerhin. Machen gleich die nächste Mission. Supply Lines. Hey, Z, where you at? Go away, Carl. I'm very, very busy back here. Top secret stuff, not for your eyes. Too sensitive. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Then them some pretty strong draws. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28-year-old man. Whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly 2 hours. Ow, my crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've got a prototype of a miniature plane. Huh, well, with that plane, we gonna go humiliate Burke. Okay, cool. Man, this is ridiculous. That went right up my crack. Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to its knees. Launch the Red Baron. B.S. Oh, wir müssen mit den Maschinengewehren feuern. Oh, oh, das kann ja ein Spaß werden. Hey, so geht's auch. Ah, wenn das so geht, dann ist er easy. Warte mal, wo sind die Kerle überhaupt? Also einer ist direkt hier und einer, also zwei sind weiter weg. Okay, gehen wir zuerst mal zu dem hier.
Hilfe, Sturzflug! Hey, cool, macht doch Spaß! Vor allem ist der ein bisschen robuster als die aus Vice City. Hallo. So, jetzt mal schauen, wo die sind. Eine ist direkt hier in der Nähe. Wir müssen dann aber noch zurückfliegen. Das weiß ich noch von Let's Walkthrough GTA San Andreas. Das wurde mir dann zum Verhängnis das erste Mal beim ersten Versuch. Hey, wir haben ihn erwischt. Ups. Wo ist der Typ? Ist er so weit? Ah nein, der ist gar nicht so weit weg. Hä? Wo ist er? Ah, da.
So. Hoffen wir, dass wir das noch schaffen, wollte ich sagen. Ah, da hinten ist es. Wir schaffen es. Hey, cool. Ja, super. Aber bevor wir die nächste Mission annehmen, mache ich eine kleine Aufnahmepause, weil die nächste Mission hat es in sich, da werden wir ein bisschen länger brauchen und ich werde die schon mal anspielen, damit ich auch weiß, wie es funktioniert, weil ich kann mich erinnern, man muss da ein paar Dinge beachten und dann ist sie easy. Aber wenn man das nicht macht, dann geht es relativ lange und dann muss man neu laden und so. Und dann wird das unnötig in die Länge gezogen. Ich werde euch lieber zeigen, wie ihr es machen müsst. Zwar eigentlich könnte ich es doch noch an diese Folge ranhängen, wenn ich es gut mache. Aber dann mache ich jetzt einen kleinen Break. Ja, hallo, und ich habe mich vorbereitet. Wir machen jetzt die dritte und letzte Mission von Zero. New Model Army. What's happening, Zero? I'm off to engage with Destiny, good or bad. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it? What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor, and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome. In the springtime, a butterfly. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither. Behold, no man's land. Man, y'all take this shit serious. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Ja, genau. Und ich habe mir einen kleinen Schlachtplan zurechtgelegt. Werde ich euch kurz zeigen. Ja, man muss mit dem Wagen vom blauen Feld im Süden zum roten Feld im Norden. Und das Entscheidende sind die drei Panzer im Norden. Und man hat drei Goblins zur Verfügung, also drei Hubschrauber, das heißt, man kann die opfern. Also das heißt, man holt sich zuerst eine Bombe, zerstört den ersten Panzer und sich selber gleich mit. Dann ist man an der Basis, holt man wieder die Bombe und zerstört den zweiten Panzer und sich selber gleich mit. Dann hat man den letzten Goblin und mit diesem holt man wahlweise die letzte Bombe, wirft sie auf den letzten Panzer oder aber macht es ein bisschen riskanter, man holt zuerst die Brücke, platziert die und holt dann die Bombe und wirft sie auf den Panzer. Schlussendlich sind alle Panzer zerstört und nun nimmt man sich die Brücke und bringt sie noch zur anderen Stelle, damit dort der Wagen durchfahren kann. Ja, genau, und so wird's gemacht.
Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. So, und jetzt die Bombe holen. Upsala. Steuerung. Wie der Little Boy, also die Hiroshima-Bombe aussieht. Wir nehmen das am weitesten entfernteste Ziel. So. Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Nee, zuerst holen wir uns noch eine Bombe. Ups, falsche Richtung. Hören diesen Panzer da auch noch. So, das ist mein letzter Goblin. Ich brauche noch eine Bombe. Diesmal von etwas höher. Der ist nicht kaputt. Scheiße. Get me a plank to cross that river. Berkeley's using tanks. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. So. Carl, I'm blocked. There's another cursed barrel in the way. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Jetzt die Brücke holen. Nee, ich hole nicht die aus der Basis, ich hole die hier.
Snare. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Sei nicht so eine Memme, Zero. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Carl, move that obstruction. Manchmal kann er um die Fässer rumfahren, manchmal nicht. Was um das da vorne kann er sicher rumfahren. Ja. Jo, und wir haben es geschafft. Sir, are a loser. Leave the field of battle in shame, pack up your crummy mail order business, and get out of my town! Carl, you were all a duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. Unternehmen erworben! Dieses Objekt generiert Einkünfte von bis zu $5,000. Hol dir das Geld regelmäßig ab, ja natürlich. Und $7,000 gibt es auch auf die Kralle. Also da haben wir schon mal Fettkohle gemacht. Gut. Dann gehen jetzt wir wieder zurück. Und ich denke, da war noch nur sehr... in dieser Folge haben wir ziemlich viel gemacht. Wir haben Missionen gemacht, wir haben Unternehmen erworben, wir haben Immobilien gekauft, wir haben alle Monster Stunts gemacht, obwohl die Monster Stunts seht ihr auf einem anderen Projekt, nicht hier, aber trotzdem, dann können wir ja mal speichern gehen. Gespeichert und damit verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.